Zu den trigonometrischen Ungleichungen werden wir hier zwei einfache Beispiele lösen. Beispiel 1. Welche sind alle Winkel x, deren Sinus streng kleiner ist als ein halbes? Das stellen wir auf dem trigonometrischen Kreis dar. Wir tragen den Sinuswert ein halbes ein. Sinuswerte werden von da bis da eingetragen. So, die Zahl ein halbes selbst zeichnen wir aber durch einen roten, leeren Punkt, um zu kennzeichnen, dass der Sinus x nicht gleich ein halbes sein darf, er muss ja streng kleiner sein. Alle möglichen Sinuswerte, die streng kleiner sind als ein halbes, die sind hier grün eingezeichnet. Es sind all diese Werte von minus 1 eingeschlossen, bis ein halbes ausgeschlossen. Um die möglichen Werte x zu finden, zeichnen wir von ein halbes aus eine horizontale bis zu dem trigonometrischen Kreis hin. So, alle möglichen Winkel x, deren Sinus in diesem grünen Bereich liegen, das sind diese hier. Von da aber ausgeschlossen bis... Also all diese Werte haben ihren Sinus in dem grünen Bereich bis da. Um all diese möglichen Winkel zu beschreiben, die sich hier in dem grünen Sektor befinden, könnte man so vorgehen, man startet hier, sagt dann, es geht von 0 bis Pi Sechstel und dann geht es weiter von da bis 2Pi. Man kann dieses grüne Feld hier aber auch in einem Stück beschreiben, indem wir sagen, wir starten von da und ziehen das in einem einzigen Stück durch. Um das zu machen, starten wir hier, das ist der Winkel Pi Sechstel, 2 Pi Sechstel, 3 Pi Sechstel, 4 Pi Sechstel, das sind 5 Pi Sechstel. Beschreiben wir diesen Winkel 5 Pi Sechstel und starten ab hier und fahren jetzt weiter bis da. Man könnte jetzt so weiterzählen, 5 Pi Sechstel, 6 Pi Sechstel, 7 Pi Sechstel, 8 Pi Sechstel, 9 Pi Sechstel, 10 Pi Sechstel, 11 Pi Sechstel, 12 Pi Sechstel, 13 Pi Sechstel. So. Man kann aber auch sagen, starten wir von hier und machen eine volle Runde, 2 Pi plus 1 Pi Sechstel. Also dieser Winkel ist auch 2Pi, das heißt 12 Pi Sechstel plus 1 Pi Sechstel. So kann man ihn auch leicht bestimmen. Wir beschreiben jetzt alle möglichen Winkel anhand von Alpha, das sind diese Winkel hier, plus K mal 2Pi, denn wenn man einen Winkel gefunden hat, kann man auch noch volle Runden addieren oder auch subtrahieren. Wir beschreiben jetzt Alpha. Alpha muss sich streng zwischen 5 Pi Sechstel und 13 Pi Sechstel befinden und die Zahl k, die da gemeint ist, ist eine ganze Zahl. Somit haben wir dieses erste Beispiel gelöst. Noch eine Bemerkung, in dieser Schreibweise hier muss die Zahl, die rechts steht, selbstverständlich streng größer sein als die, die links stehen. Das heißt, würden wir hier rechts einfach den Winkel Pi Sechstel einsetzen, die 13 wäre dann gar nicht da, so, dann ergäbe diese Ungleichheit überhaupt keinen Sinn, denn Pi Sechstel ist nicht größer als 5 Pi Sechstel. Darauf müssen wir achten. Schauen wir ein zweites Beispiel, Tangens von x kleiner gleich minus Wurzel 3. Auch diese Situation stellen wir zuerst im trigonometrischen Kreis dar. Die Zahl minus Wurzel 3, das ist der Tangens von minus Pi Drittel. Diese Zahl können wir also hier sofort darstellen. Es ist auch der Tangens von 2 Pi Drittel. Alle möglichen Tangenswerte, die erlaubt sind, die müssen kleiner oder gleich minus Wurzel 3 sein. Das heißt, gleich zu dieser Zahl oder tiefer, in diesem grünen Bereich. Alle möglichen Werte für
x befinden sich entweder da oder da. Zeigen wir das durch einen kleinen Winkel Alpha. Entweder von Pi halbe ausgeschlossen, weil es dann Gänse von Pi halbe gar nicht gibt, bis 3 Pi Drittel eingeschlossen, es darf ja gleich minus Wurzel 3 sein, oder aber die Winkel Alpha befinden sich hier unten. Von minus Pi halbe ausgeschlossen bis minus Pi Drittel eingeschlossen. Aber wenn wir Alpha beschreiben von Pi halbe ausgeschlossen bis 2 Pi Drittel eingeschlossen und addieren zu diesen möglichen Winkeln Pi, dann haben wir die unteren Lösungen automatisch mit eingebaut. In der Lösungsmenge halten wir also alle Winkel Alpha fest, die streng größer sind als Pi halbe und kleiner gleich 2 Pi Drittel sind. Das ist hier beschrieben. Alpha ist streng größer als Pi halbe und kleiner gleich 2 Pi Drittel. In dieser Schreibweise müssen wir unbedingt darauf achten, dass der Winkel, der hier rechts steht, effektiv streng größer ist als der Winkel, der hier links steht. Wir haben also hier diese Winkel festgehalten und addieren zu solchen Winkeln Alpha noch eine ganze Anzahl von Halbumdrehungen. Also Alpha plus K mal Pi, wo K eine ganze Zahl darstellt. So löst man trigonometrische Ungleichungen.